Ja, hallo, moin, Klaas Leiner ist mein Name. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind zu diesem Thema. Und vielleicht zwei Worte zu mir. Ich bin eigentlich von Haus aus Landschaftsplaner, seit vielen Jahren immer mehr in den GIS-Bereich mutiert, und bin seit 2015 freiberuflich selbstständig und biete halt Dienstleistungen rund um freie GIS-Software an. Und mache auch viele Schulungen von irgendwelchen speziellen Themen bis hin zu Anfängerschulungen. Und da habe ich natürlich auch häufig diesen Auszugseditor zum Thema, oder es spielt, sage ich jetzt mal, ja immer eigentlich eine Rolle. Und es ist dann oft so bei Anfängerschulungen, dass man dann doch sehr schnell dahin kommt, dass man irgendwelche Zeilen eingeben muss, und dann sagen wir schnell, oh, muss das sein? Ja, muss sein. Weil sonst kann man sehr wenig machen im QGIS. Also man stößt dann irgendwie auf irgendwelche Wände. Und das fängt ja auch alles irgendwie ganz einfach an. Ich sage mal, das Erste, was ich mal irgendwie eingegeben habe, also ich habe tatsächlich mit diesem Eingeben von irgendwelchen Zeilen, war dieser Auszugseditor das erste Jahr. Ich habe da irgendein Layer, da gibt es eine Spalte Nutzung, ich suche den Wald, das kommt irgendwie aus dem digitalen Landschaftsmodell, Nutzung gleich Eichswald. Das ist jetzt erstmal, also ist ganz nicht sperrig, das ist erstmal relativ übersichtlich. So, und wir wollen aber heute so ein bisschen mit diesen mehr sperrigen Sachen auseinandersetzen. Also sperrig ist ja irgendwie ein bisschen relativ. Wer den Auszugseditor vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen hat, also dieses kombinierte Abfrage- und Berechnungswerkzeug, der sah das Ganze sehr übersichtlich, ne? Also man hatte hier irgendwie diese Operatoren, wo man irgendwie so ein bisschen wie im Taschenrechner dies und das machen kann und ein paar Funktionen. Und vom Grundsatz her sind diese Werkzeuge in irgendwelchen GIS-Programmen, mit denen ich berechne oder Abfragen durchführe, eigentlich auf Zeilen orientiert. Also das heißt, ich wähle bestimmte Zeilen aus in einem Layer, in dem ich mich befinde, oder berechne den Inhalt neu. Und dann sind aber die QGIS-Entwickler und Entwicklerinnen offensichtlich auf die Idee gekommen, dachten, naja, manchmal möchte ich gerne auch zu einem anderen Layer hinschauen und hol Daten aus einem anderen Layer. Und dann fängt es an, irgendwie so ein bisschen besonders zu werden, weil eigentlich ist das so gar nicht so richtig dafür gedacht vom Ursprung, aber dieses Tool ist halt jetzt sehr aufgebohrt. Also das heißt, ich kann Kartenlayer ansprechen außerhalb von dem, wo ich bin, und kann über räumliche Beziehungen oder über Attribute da eine Beziehung herstellen. Und dann ist es so, ich kann ja, das Zweite, was so ein bisschen aufgebaut ist, ich kann in so einer Tabelle, wenn ich in so einem Abfragewerkzeug bin, kann ich eigentlich nicht wirklich Zeilen aggregieren. Wer jetzt so ein bisschen im SQL zu Hause ist, weiß, naja, ich kann da irgendwie über Group By, was weiß ich habe irgendwelche Gemeinden und sage den Group By nach Landkreis-ID, dann bekomme ich nicht mehr 400 Gemeindezeilen, sondern irgendwie 25 Zeilen der Landkreise. Das kann ich ja hier nicht machen, die Zeilen bleiben immer die gleiche, aber trotzdem kann ich hier jetzt aggregieren. Also kann da solche aggregierten Sachen schreiben. Das ist diese Rubrik, die einen erstmal so ein bisschen nervös macht, wenn man anfängt. Dann ist es so, manche von diesen Rubriken sind ja so ein bisschen selbsterklärend. Also wenn ich jetzt irgendwie was runden will, dann denke ich, und ich weiß nicht, ob dieses Werkzeug das kann, denke ich, da schaue ich mal irgendwie unter Mathematik. Und dann gucke ich irgendwie und denke so, ja, round, round, das sieht so aus, als wenn ich da irgendwas mit runden kann. Und dann finde ich mich da vielleicht zurecht. Das Schöne ist, beim Auszugseditor sind alle Funktionen irgendwie erklärt und eigentlich auch ganz gut erklärt. Aber man muss sich so ein bisschen an diese Kommunikation gewöhnen, die jetzt die Autoren in dieser Dokumentation da betreiben. Also jetzt steht hier irgendwie round, value, eckige Klammer auf, Place ist so. Und dann fangen ganz viele Menschen an, da irgendwelche eckigen Klammern einzugeben, weil irgendwie, vielleicht muss ich irgendwas in eckige Klammer eingeben, steht aber, ah, das kennzeichnet optionale Komponenten. Also das heißt, die Stellen, nach denen ich runden will, kann ich mit einem Komma dahinter eingeben oder auch nicht. Wenn ich sie nicht eingebe, dann rundet er auf die ganze Zahl. So, also Mathematik kann man sich was drunter vorstellen. Aber dann kommen so Sachen, wo jetzt sich viele Menschen erstmal nichts drunter vorstellen können. Also Arrays irgendwie, ach du meine Güte, eine ewig lange Liste.
Da kommen wir auch hin. Das ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, weil ich da auf ein Listenfeld zugreifen kann. Also ich habe mehrere Werte in der Zelle. Was das so auf sich hat, das gucken wir uns nochmal an. Also, es kann alles ganz einfach aussehen, wie hier mit AX-Wald. Es kann aber auch irgendwie ganz sperrig aussehen. Also hier ist so ein Ausdruck, der ist ein bisschen unübersichtlich. Den gehe ich jetzt auch nur am Rand, weil ich da so ein paar Sachen zeigen will. Also was macht das? Das ging darum, man sieht ja hier auf dieser Karte, dass die Gemeindenamen alle irgendwie so ein bisschen gedreht sind. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man sieht schon, dass das eigentlich passend gedreht ist. Und ich habe irgendwann mal versucht, einfach so einen sinnvollen Drehwinkel für Polygone oder auch für einfache Rechtecke rauszufinden, wenn ich so eine zum Beispiel so einen Blattschnitt habe, der da irgendwie durch die Weltgeschichte geht und ich möchte in meinem Kartenlayout, in meinem Atlas, das immer ein waagerechtes Rechteck haben. Wie kriege ich die Drehung zur Nordrichtung raus? Und da ist mir jetzt sowas hier eingefallen. Das Gemeine an der Sache ist, ich hatte das irgendwann rausgefunden, dokumentiert und dachte, ja, das ist sehr schön. Aber jetzt geht das ganz einfach, nämlich mit diesem Main Angel. Ich weiß gar nicht, seit wann es diesen Ausdruck gibt, immer mich drüber gestolpert. So, also, aber trotzdem, jetzt, was haben wir hier gemacht? Jetzt gibt es so Sachen, hier steht oben zweimal with variable oder variable, my English is my very bad. Also das heißt, ich kann hier auch Variablen vergeben, also kann praktisch Teile eines Ausdrucks, die ich an verschiedenen Stellen benötige, kann ich eine Variable zuweisen und kann das doppelt verwenden. Weil wenn man jetzt sieht, dieses Teil gibt mir praktisch es erzeugt mir erstmal so eine Bounding Box, also so einen Kasten um ein Polygon, und zwar eine orientierte B-Box. Also das heißt, das Ganze wird so ein bisschen gedreht, damit das Polygon reinpasst. Und das ist sozusagen der erste Schritt für diesen Drehwinkel. Dann hole ich mir irgendwie den Rand raus, und um jetzt den Drehwinkel in so einer Gemeinde da zu finden, muss ich ja irgendwie so verschiedene Vergleiche durchführen. Na, also was weiß ich, geht das von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord? Oder ich suche erstmal die längere Kante von dem Polygon. Ich zeige jetzt einfach mal einen Teil von diesem Ausdruck, so als Intro, wenn man so will. So, also ich habe hier diese orientierte Box. Jetzt gibt es, wenn ich was mit Geometrien mache, das ist ja auch nochmal, sag ich mal, so die Stärke von diesem Ausdruckseditor, dass ich ganz viel mit Geometrien machen kann. Also in den ersten QGIS-Versionen nicht, aber wo es dieses Werkzeug gab, da konnte ich irgendwie mit Geometrien die Fläche berechnen und einen Umfang, und plötzlich kann man alles Mögliche machen. Da gibt es hier dieses Werkzeug Geometrie nach Ausdruck. Da ist die Vorgabe, steht irgendwie Dollar Geometrie. Wenn ich das einfach ausführe, dann kommt einfach die Geometrie so raus, wie sie ist. Das kann man ja alles ein bisschen größer machen mit dem Mausrad. So, jetzt kommt Oriented B-Box. Da sieht man sozusagen, was es ist. Liefert das minimal gerichtete einhüllende Rechteck einer Eingabegeometrie. Okay. Das heißt, da kommt ein Polygon raus. Und jetzt starte ich das Ganze einmal, und jetzt sieht man, oh, jetzt habe ich hier irgendwas vergessen. Ich wollte ja nur ein ausgewähltes Objekt machen, weil sonst ist das sehr unübersichtlich. So, ich mache mal das hier. So, so. Und sei es nur gewählte Objekte. Start. So. Jetzt sieht man praktisch diese orientierte Box, ne? Und das kann man sich vorstellen, also hieran kann ich jetzt irgendwie auch einen Drehwinkel ermitteln, nämlich ich will den Winkel zur Nordrichtung der längsten Seite haben, ne? Und vorher möchte ich das Ganze, aber muss ich die einzelnen Seiten da raus extrahieren. Und das ist jetzt praktisch dieser Weg, dass ich hier den Rand, die Boundary, und dann das Ganze irgendwie zu Linien umwandle. Und diese Zeile, ne, das wird die Variable für Segment. Und die taucht denn hier mit diesem
AdSec auf. Ne? Also das heißt, ich hätte sonst hier jedes Mal diese Wurst hier, in diesem Vergleich muss ich immer wieder neu angeben und dann ist es nochmal verschachtelt. Dann wird der Ausdruck irgendwann so, dass man ihn gar nicht lesen kann und das ist durch dieses with Variable, Name der Variable, der Ausdruck, dann kommt ein Komma und dahinter kann ich das Ding verwenden. Ne? Dann sieht man, das ist hier 1, 2, 3, 4 Mal verwendet worden. Jetzt hier nochmal rein. Jetzt muss die Ausgabe eine Linie sein. Ich muss mir hier nochmal kopieren. Steuerung V. Jetzt kommt hier irgendwie eine Linie raus. Zack. Starten. So, jetzt Linie mache ich mal ein bisschen dicker, dann sieht man sie auch. So, das ist jetzt eine Linie. Und vom Prinzip geht das dann weiter, dass ich hier praktisch eine Abfrage mache, also mit dieser Funktion Geometry N. Das ist praktisch, wenn man so will, wenn ich ein mehrteiliges Objekt habe, die Teilgeometrien. Also das heißt, die erste Teilgeometrie und die zweite werden hier verglichen. Und wenn ich jetzt so ein Rechteck habe, dann ist die erste, könnte zum Beispiel das hier sein und die zweite könnte das hier sein. Und dann habe ich einfach einmal eine kürzere Strecke, einmal eine längere Strecke und kann das hier vergleichen mit einem, wenn die Strecke des ersten Segmentes kürzer ist als das zweite Segment, dann nehmen das erste Segment, also das längere, und sonst das zweite. Und so kriege ich praktisch die längere Linie raus, wenn man so will. Ne? Und dann geht das Ganze weiter und dann wird der Winkel ermittelt und so weiter. Das gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, ne, weil dieses Dokument, das könnt ihr auch euch auch runterladen, sondern sieht man kommt dann wirklich am Ende irgendwo hin, wo man praktisch den Drehwinkel bekommt. Und sieht man, das ist hier eine verschachtelte Variable sozusagen, also diese Variable Geo, das ist sozusagen dieser ganze Block hier. Und jetzt, das ist also praktisch eine Liniengeometrie, was übrig bleibt, nämlich die längere Kante. Und dann wird hier praktisch aus dieser Geometrie ermittelt, verläuft die von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord. Also wenn die Y-Koordinate vom Startpunkt größer ist als vom Endpunkt, dann ist der Startpunkt im Norden und umgekehrt. Und dann wird hier irgendwie der Winkel ermittelt. Und dann kriege ich einen Drehwinkel und heute geht das ganz einfach mit diesem Main Angel Dollar Geometry. So. Okay, jetzt machen wir aber nochmal was so ein bisschen übersichtlicher wird. Jetzt mal so auf so ein paar allgemeine Sachen rein. Ich mache jetzt hier keinen Direktkurs mit dem Ausdruckseditor, wie man den benutzt. Ich vermute, die meisten von euch, von Ihnen haben damit schon gearbeitet, weil sie wollen sich jetzt ja so ein bisschen sperrige Ausdrücke angucken. Ganz wichtig ist, wenn man jetzt so kompliziertere Sachen schreibt, dass man das ein bisschen lesbarer macht, indem man Sachen einrückt. Ich habe hier mal so eine gefürchtete Replace-Kaskade. Also ich möchte auf einmal die Ös in OE, die Üs in UEs und die Äs in AE umwandeln und da verschachtel ich praktisch diese Replace-Abfrage, also Replace, Spaltennamen G, N, das ist in dem Beispiel der Gemeindenamen, wandel Ö in OE um. Jetzt füge ich das immer in sich ein und wenn ich das so ein bisschen verschachtel, wenn ich das so ein bisschen einrücke, dann ist das besser lesbar. Und ich kann auch mir Kommentare da reinschreiben mit diesem Minus Minus oder Blog-Kommentare mit einem Schrägstrich und einem Sternchen. Das sieht man nochmal hier an diesem Beispiel. Hier habe ich es in einer Zeile
Schrägstrich Sternchen auf, Sternchen Schrägstrich zu, und dann kann ich Kommentare da reinschreiben. Und das ist auch ganz nützlich, weil wenn ihr jetzt euch irgendwelche komplizierteren Ausdrücke zusammenbastelt, wo ihr irgendwie euch so ein bisschen die Haare auch raufen musstet und was einem am Anfang nicht immer so ganz leicht fällt, dann ist es sinnvoll, die irgendwie abzulegen. Das kann man, sagen wir, im Ausdruckseditor selber machen. Aber manchmal ist es einfach, man legt sich ein Textdokument an, so wie hier, und schreibt da die Ausdrücke rein. Und wenn man dann einen Texteditor hat, der so eine Syntaxhervorhebung hat, ne, und ich speichere das Ganze mit der Dateiendung .sql ab, dann habe ich meistens schon so eine Syntaxhervorhebung. Das ist jetzt irgendwie unter Linux der Kate-Editor. Wenn man unter Windows unterwegs ist mit diesem Notepad Plus, kann man das sehr schön machen. Benennen das mit SQL und dann sieht das gleich ein bisschen geordnet aus. Weil ein Großteil dieser Ausdrücke, die man in dem Ausdruckseditor schreibt, dieser Syntax stammt aus der Datenbankabfragesprache SQL. So, jetzt gehen wir hier mal noch mal ein Stück weiter. So, jetzt kommt ein sehr schönes Thema, was es jetzt schon längere Zeit im Kugis Ausdruckseditor gibt, aber was damals auch so ein erstes Aufbohren war: ich kann nicht nur einfach irgendwas abfragen und berechnen. Und wenn ich jetzt vorher eine Bedingung haben will, dann muss ich erstmal im Abfrageeditor eine Abfrage machen und sagen, ja, das bitte nur für die ausgewählten Features. Ich kann auch eine bedingte Abfrage machen. Das ist hier mal so ein Beispiel mit Case, wenn und so weiter. Ich ziehe das mal rüber in den Ausdruckseditor. Wir haben jetzt ja hier ganz viele Gemeinden, und diese Gemeinden, die haben auch eine Einwohnerzahl in der Attributtabelle. Und jetzt möchte ich hier praktisch Klassen erzeugen. Was ist eine große und was ist eine kleine Gemeinde? So, ich mache das mal ein bisschen größer. Gehe hier auf Bedingungen. Bei Bedingungen gibt es hier einmal, interessant ist if, da kann ich praktisch eine Bedingung machen. Ich gehe jetzt auf dieses Case ein, da kann ich ganz viele Bedingungen untereinander schreiben. Und es wird auch ganz gut erklärt, diese Bedingungsausdrücke fangen immer irgendwie an mit Case und enden mit End. Das ist sinnvoll, das schon mal reinzutippen, vorne und hinten, weil wenn ich denn zwischendrin Dinge hineintippe, dann sehe ich sofort, ob ich einen Syntaxfehler habe. Und wenn ich das von oben nach unten durchschreibe, dann zeigt er mir immer einen Syntaxfehler an, bis ich das End geschrieben habe. So, und jetzt ist es so, die Bedingung ist immer wenn, und dann kann ich jetzt hier alles schreiben, was die Syntax hergibt. Ne? Also zum Beispiel Spalte EWZ größer gleich 500.000. Und dann kommt wenn, und dann schreibe ich, was passieren soll. Da darf ich auch alles schreiben, was die Syntax hergibt. Hier habe ich jetzt einfach einen Textwert. Das heißt, ihr schreibt in die neue Attributspalte rein riesig. Ich könnte auch dann auf eine Spalte verweisen. Wenn das und das passiert, dann hol den Wert aus Spalte so und so. Oder dann addiere Spalte 1 plus Spalte 2 oder was auch immer. Oder berechne die Fläche oder wie auch immer. Das heißt, an beiden Seiten kann ich machen, was ich will. Und jetzt kann ich hier diverse Zeilen machen. Wenn nichts zutrifft, schreibt der Ausdruckseditor null rein. Wenn ich aber möchte, dass statt null irgendwas anderes passiert, kann ich hier mit else noch so einen Unbekannten machen. Wenn man sich dieses Beispiel jetzt anschaut, dann denkt man, naja, okay, wenn EWZ kleiner als 2000, dann winzig. Es kommt größer gleich 2000, sehr klein. Und jetzt kommt größer gleich 15.000 gleich klein. Und denkt man, naja, aber dieser hier ist ja gleichzeitig auch klein. Ne? Also es ist ja, trifft ja sozusagen dieses größer als 2000, trifft ja auch hier drauf zu. Und eigentlich müsste ich jetzt ja praktisch die Bedingung noch weiter spezifizieren und sagen, and EWZ ist so größer gleich 15.000, ist umgekehrt, ist kleiner als, Entschuldigung, ist kleiner als, was kommt da drüber, 50.000. So, na, also das heißt,
Wenn EWZ größer gleich 15.000 und kleiner als 50.000, dann ist klein. Jetzt müsste ich das eigentlich immer so weitertreiben, also von der Logik her. Aber tatsächlich funktioniert das anstandslos, so, wenn ich das einfach so schreibe. Weil dieser Ausdruckseditor, der arbeitet das irgendwie von unten nach oben durch. Wenn EWZ kleiner als 2.000, klar, das ist nur ein Bereich, und dann kommt, wenn EWZ größer gleich 2000 in sehr klein, dann schreibt er praktisch überall sehr klein rein. Also auch in Frankfurt mit 600.000 Einwohnern, weil das ist größer gleich 2000. Dann kommt größer gleich als 15.000, dann schreibt er so überall klein rein, wenn man so will. Und so überschreibt er das immer weiter. So stelle ich mir das jetzt vor, also wie das jetzt intern geht, weiß ich nicht. Bis am Ende die Abfrage kommt, wenn EWZ größer gleich 500.000 sind riesig, dann haut er oben bei den richtig großen Städten in Hessen riesig rein. Also da kann man sich dieses und so weiter, kann man sich da sparen. So, und dann schreibe ich jetzt mal irgendwo rein. Muss ich jetzt natürlich einen Textwert schreiben, weil es kommt ein Text rein und will ich jetzt auch keine Auswahl haben. Sondern das Ganze nenne ich jetzt Größenklasse oder einfach Klasse. Und jetzt habe ich praktisch eine Klassifikation, wo ich ohne diese Bedingungsgeschichte eigentlich erstmal in den Abfrageditor reingehen müsste. EWZ größer gleich 500.000. Auswahl. Und dann schreibe ich rein riesig, nur für gewählte Objekte. Und jetzt kann ich das eben auf einem Rutsch machen. Oder was ist jetzt? Gibt es schon länger. Und wenn ich das jetzt mache, dann bekomme ich hier mein größer und kleiner. Ich ordne das mal ein bisschen weiter nach rechts an, dann sieht man das direkt hinter der Einwohnerzahl. So, jetzt sortiere ich die Einwohnerzahl nach oben und jetzt sieht man Frankfurt 763, was so groß ist Frankfurt schon, jetzt ist es relativ neu, die Zahlen. 763.000 Einwohner, riesig, also das ist immer relativ für hessische Verhältnisse. Dann kommen irgendwie Wiesbaden, also ich finde das auch ganz schön groß, Frankfurt, aber ich bin auch eher provinziell. Wiesbaden, Kassel, Darmstadt, Offenbach sind irgendwie über 100.000 groß. So habe ich jetzt irgendwelche Klassen gebildet. So, das sind die Bedingungen. So, hier steht sehr viel drin. Ich habe jetzt immer hier mir verschiedene Wartepunkte gesucht. So, jetzt kommt das Aggregieren. Also das ist das, was ich gerade erzählt hatte. Ich kann ja im QGIS zum Beispiel über virtuelle Layer kann ich richtig eine aggregierte Tabelle bauen. Dann habe ich meinetwegen, sage Group by, was weiß ich, dann bekomme ich nur die Zeilen. Das geht hier natürlich nicht, die Zeilen sind fest, aber der kann jetzt gruppierte Sachen einfach dahinter schreiben. Und das fängt glücklicherweise ganz einfach an. Also zum Beispiel will ich jetzt die größte und die kleinste Einwohnerzahl, Maximum, Minimum. Ich gehe hier mal zurück in den Ausdruckseditor. Gehe hier mal in Gestalt des, wir können ja mal ruhig dieses in Gestalt des Feldrechners machen. Ne? Sag mal, dieser Ausdruckseditor hat so unterschiedliche Gestalten irgendwie. Ne? Also mal ist es der Abfrageeditor, mal ist es das Berechnungstool, aber die Syntax ist immer gleich. So, bei Aggregate finde ich jetzt sowas wie Maximum. Nicht zu verwechseln mit der Funktion unter Mathematik Max. Max ist, wenn ich meinetwegen irgendwie so eine Liste habe, 1,2,3,5, schreibe es in Klammern und davor Max, dann kommt irgendwie 5 raus. Ne? So, jetzt habe ich Maximum Expression, also Maximum, und Expression ist im einfachsten Fall einfach eine Spalte, EWZ, so, Klammer zu. Dann taucht ihr in der Vorausgabe 763.380 auf. Das ist die größte Stadt, also Frankfurt. Ich mache es ja gerade mal ein bisschen größer. Das habe ich sehr spät entdeckt. Man kann hier die Beschriftung einfach mit dem Mausrad größer machen. Ne? Da waren bei irgendwelchen Kursbesuchern waren alle ganz froh. Vor allem die nicht mehr so gute Augen haben. Irgendwie. So Minimum EWZ 0. Es ist jetzt natürlich ein bisschen lustig. Was gibt es da so für die menschenleeren Gemeinden in Hessen? Es gibt irgendwelche gemeindefreien Bezirke. Ne? So, deswegen funktioniert es jetzt nicht mit 0. Aber jetzt gucken wir ja mal weiter zu dem Minimum. Aha. Da gibt es noch irgendwie Group By und Filter. Ne? Also das heißt, ich habe ja zwei Parameter. So, ein Filter, da könnte ich jetzt sagen, also die Einwohnerzahl soll aber erstmal größer sein als 0. Jetzt das Problem, wenn ich jetzt, erst muss eigentlich Group By kommen, jetzt will ich aber gar nicht Group By machen.
dann ist es so, dass ich bei diesen ganzen Ausdrücken praktisch benannte Parameter verwenden kann. Ne? Da gibt es auch immer so Beispiele. Jetzt ist hier irgendwie so ein bisschen eine exzentrische Phrase, irgendwie Group by Doppelpunkt gleich irgendwie. So, also das heißt, Komma, also Group by will ich ja gar nicht, will jetzt irgendwie die Filterphrase machen. Deswegen mache ich jetzt Filter. Doppelpunkt gleich. Und jetzt kommt irgendwie EWZ größer 0. Achso, ja, muss natürlich richtig schreiben. So, 974. So. Jetzt habe ich sozusagen diese Abfrage gefiltert. Und das ist also auch irgendwie, es kommt 974 raus. Bei der kleinsten Maximum ist sozusagen, logischerweise ist es jetzt egal. Und was hatte ich denn jetzt hier irgendwie vor? Ah ja, natürlich. Jetzt ist es so, in diesem Datensatz, da gibt es so eine Spalte BEZ, und da steht irgendwie drin, Gemeinde, freies Gebiet und Stadt. Jetzt ist es ja so, ich will ja häufig jetzt nicht irgendwie eine Gruppierung so durchführen, dass ich einmal für den ganzen Datensatz das mache, sondern ich möchte das vielleicht für so eine Typologie machen. Ne? Und jetzt Gemeinde, freies Gebiet. So, ne? Jetzt brauchen wir dieses Group By. Ich gehe nochmal wieder zurück zu meinem Minimum. Steht ja Minimum Expression Group By Filter. Wenn ich jetzt meinetwegen hier hingehe und ich nehme jetzt mal dieses benannte Ding da raus und gehe jetzt hin und schreibe jetzt hier hin BZ, das war ja wieder diese komische Geschichte, schreibt da hin BZ gleich Stadt, Komma. So, jetzt sucht er nur diejenigen Gemeinden, die dieses Prädikat Stadt haben. Ne? Und jetzt sieht man, dass es gibt in Hessen also wirklich sehr kleine Städte. Nämlich, es gibt eine Stadt mit 974 Einwohnern. Das hat mal irgendwie eine Stadtmauer gekriegt, aber hat sich dann entschlossen, nicht weiter zu wachsen. So bei Gemeinde. Das ist das Gleiche raus. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, habe ich jetzt hier irgendwie was? Das kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Bitte? Ja, ich schreibe das jetzt mal wieder. Ich wollte jetzt einfach mal noch zeigen, warum das sinnvoll ist, mit solchen benannten Sachen da zu machen. Dann ist die Verwirrung gleich weniger. Deswegen, so. Also jetzt mache ich das mal mit benannten Ausdrücken und ich mache jetzt auch mal Zeilenumbrüche rein, weil dann wird es auch gleich lesbarer. Jetzt kommt irgendwie Group by Doppelpunkt gleich BEZ gleich Stadt. Wenn ich das einmal mache, dann muss ich das bei allen machen. Ich kann das jetzt nicht irgendwie mischen. So, die Filter kann ich jetzt eigentlich rausmachen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Filter Doppelpunkt gleich EWZ größer 0. So, ich schreibe das jetzt mal rein. Ich komme jetzt hier irgendwie so ein bisschen irgendwie hier. Ach ja, Minimum. Ich mache es jetzt mal mit, das ist ja viel, ich mache es jetzt mit Maximum. Ich hasse Vorführeffekte. So, Maximum Einwohnerzahl, Group by BZ gleich Stadt. Das nehme ich jetzt hier einmal kurz raus. Irgendwie habe ich da was anderes in Erinnerung. Ach so, jetzt, Entschuldigung. Ich bin jetzt leider gerade kurz konfus, aber das ändern wir sofort. Er zeigt mir alles an von der ersten Zeile. Und ich muss es einfach mal in die Attributtabelle reinschreiben. Ne? Das ist ein dummes Zeug. Irgendwie so. Jetzt habe ich... wobei das ist, jetzt mache ich es nochmal mit Minimum, also es ist wirklich ein bisschen so. Ich schreibe das jetzt mal in die
die in die Attributtabelle rein und jetzt einfach mal, also die größte Einwohnerzahl und zwar Group By, und das ist natürlich jetzt auch schon wieder dummes Zeug, was ich mache, diese Filterung. So, jetzt haben wir es irgendwie schon mal vernünftiger. Also Group By EWZ, bei BEZ, und das Minimum ist hier in diesem Fall für den Wert Einwohnerzahl. Jetzt schreibe ich das hier in diese Spalte rein und das nenne ich jetzt Kleinste. So, und jetzt sieht man, dass bei den Städten die kleinste ist 1159 und bei den Gemeinden ist es 974. Ja. So, und wenn ich jetzt kann man das Ganze natürlich mal dazu verwenden, dass wir jetzt die kleinste Stadt suchen. So. Und weil da gehen wir jetzt ins Auswahlwerkzeug rein. Und wenn ich jetzt eine Auswahl suche, dann muss ich ja sagen, okay, ich möchte gerne, dass die Einwohnerzahl der Einwohnerzahl entspricht, die jetzt die kleinste Stadt ist. Da kommen wir wieder zu meiner Aggregatfunktion oder zu unserer. So, jetzt sagen wir Minimum EWZ Komma, und jetzt kommt Group By Doppelpunkt gleich, und das war jetzt diese Spalte BZ, da wo diese komischen Sachen mit größer, kleiner drin steht. Und jetzt kommt nochmal Filter, Doppelpunkt gleich EWZ, größer gleich 0, Klammer zu. So. Also jetzt soll er prüfen, wo ist die Einwohnerzahl entsprechend dieser Aggregierung, also den kleinsten Wert jeweils gruppiert nach BEZ. So, und Objekte wählen. So, 6 Stück. Das natürlich mal nach oben. So. Da haben wir, ich sortiere das mal einmal hier, da haben wir diese merkwürdigen Gutsbezirke und wir haben Michelbuch, Schwarzenborn und Weißenborn. Und wenn ich jetzt hier hingehe, sehen wir, das sind einmal 974 Einwohner, das ist die Gemeinde und Schwarzenborn ist die kleinste Stadt mit 1159. Und jetzt haben diese Gutsbezirke haben einen Nullwert, das heißt, das hätte ich jetzt irgendwie noch abfangen müssen. Aber die haben ja sowieso alle irgendwie null. Also eigentlich hätte ich die auch rausfiltern können. Ne? Wenn ich jetzt sage, diese komischen gemeindefreien Bezirke will ich überhaupt nicht haben, dann sage ich jetzt stattdessen BEZ ist ungleich. So, BZ, ungleich gemeindefreies Gebiet. So, jetzt bleiben nur noch über diejenigen, die sich Stadt nennen und diejenigen, die sich Gemeinde nennen. Und jetzt sollte die größte und die kleinste Stadt rauskommen. Objekte wählen. So, und jetzt bleiben noch 2 über und das ist die Stadt. Ich muss das Ding hier mal wegnehmen. Es ist die Stadt. Nun gehorchen wir mal hier, Maschine. Wird sich schon gleich wieder. Ich habe jetzt irgendwas. So, jetzt, das war jetzt nicht eingeplant.
Also normalerweise verschluckt sich Kugis jetzt bei so einfachen Aufgabenstellungen nicht. Also vom Prinzip hier ist hier nochmal in dem Skript, ne, ist es so ein bisschen ähnlich. Da sucht er die kleinste Gemeinde, Group by BEZ, und dann sagt er hier Filter BEZ gleich Stadt und Einwohnerzahl größer als 0. Da wird sozusagen nur die kleinste Stadt gesucht. Ne? Jetzt habe ich hier nochmal so einen anderen Fall. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Kugis, jetzt komm mal wieder hier irgendwie. Ich war jetzt nicht unfreundlich zum Kugis. Zack. Gemeinde. Na, also wenn sich das Programm aufhängt, merkt sich das trotzdem den letzten Ausdruck normalerweise. Objekte wählen, schließen, zwei Objekte gefunden und wir haben Schwarzenborn und Weißenborn. Was? Schwarzenborn und Weißenborn? Das ist ja total lustig, ne? Stadt und Gemeinde irgendwie. Wer hat sich denn das ausgedacht irgendwie? So, also Schwarzenborn ist die kleinste Stadt Hessens, Weißenborn die kleinste Gemeinde, die sich nicht Stadt nennt. So, jetzt haben wir hier so ein Spiel mit den Aggregatfunktionen. Wir wollen das jetzt nochmal weitertreiben. Wir suchen jetzt die 10 größten Städte Hessens. So. Das ist jetzt ein bisschen anstrengender. So, also da brauchen wir natürlich auch wieder diese Aggregatfunktion. Jetzt mal sowas Maximum, Minimum, Summen, das haben die meisten Leute, also jetzt wer da jetzt nicht reinkommt, kann sich da was drunter vorstellen. Dieser Begriff Concatenate ist mir persönlich das erste Mal auch in der GIS-Welt begegnet. Das ist praktisch eine Funktion, wo ich einfach Sachen aufzählen kann. Also ich habe eine Aggregatfunktion und sage meinetwegen, wenn ich jetzt das so ähnlich machen würde wie eben Concatenate, einen Ausdruck und jetzt für alle Städte, dann würde ich jetzt eine Liste bekommen von allen Städten oder so. Ne? Also gehen wir jetzt mal hier hin. Concatenate und jetzt möchte ich gerne, so jetzt muss mal, ist jetzt hier in der Aufregung hier mein Konzept, genau. Jetzt möchte ich eine Liste von allen Gemeinden haben, von allen Gemeindennamen und die sollen nachher irgendwie nach Einwohnerzahl sortiert werden. Also die Gemeindennamen, die habe ich in der Spalte GN. So, Klammer zu. Und jetzt sieht man Darmstadt, Frankfurt, Offenbach, das ist jetzt auch außerdem, ist da überhaupt gar kein Trennzeichen hinter. Jetzt gehen wir mal auf dieses Concatenate und jetzt gibt es da irgendwo auch den Concatenator. Das ist das Trennzeichen. So, zack, zack, zack. Concatenator. Doppelpunkt gleich. Es soll jetzt bitte das Komma sein. Also wenn ich jetzt das Komma als Aufzählungszeichen kennzeichnen will, dann muss ich das natürlich als Zeichenkette übergeben. Also Hochkomma, Komma, Hochkomma, Klammer zu. So, witzigerweise, jetzt zeigt er das trotzdem nicht an. Das ist irgend so eine Allüre vom Kugis. Wenn ich das nochmal jetzt aufrufe und gleich da reinschreibe, dann zeigt er mir das Komma an. So, jetzt habe ich hier irgendwie eine Liste und jetzt möchte ich die aber, jetzt möchte ich die gerne ordnen, weil, also ich will ja die 10 größten Gemeinden haben, ne? Und jetzt sieht man hier irgendwie Darmstadt, Frankfurt, Offenbach, das ist schon irgendwie so ein bisschen groß, ne? Aber Frankfurt ist größer als Darmstadt oder so. Ich will das jetzt irgendwie ordnen und zwar nach Einwohnerzahl. Also gehe ich jetzt zu meinem Aggregate Concatenate. Dann gibt es halt Order by. Also so. Und jetzt will ich es nach Einwohnerzahl ordnen. Also, mach's mal wieder ein bisschen größer hier. Order
Y. Und wieder dieses Doppelpunkt gleich. Und das soll jetzt bitte die Spalte sein im EWZ. Dahinter muss ein Komma. So, und jetzt sehen wir schon mal, das fängt schon mal gut an, irgendwie Gutbezirkskaufunger Wald, Michelburg, das sind jetzt wieder diese Dinger da ohne Einwohnerzahl. Ne? Also schreibe ich jetzt nochmal wieder hin, Filter, Doppelpunkt, gleich, EWZ, größer 0, so, jetzt haben wir wieder unsere weißen Bohren, schwarzen Bohren, das waren die beiden kleinsten. Und jetzt möchte ich aber, das Große soll vorne stehen, ne? Jetzt stehen die kleinsten vorne. Ne? Machen wir jetzt einfach einen Kehrwert, 1 durch. So, also, denn es ist ja umgekehrt. So, jetzt haben wir Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt, Offenburg. Und das ist jetzt schon mal die richtige Ordnung. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt muss ich einfach nur die ersten 10 Einträge in der Liste haben. Und schon habe ich die 10 größten Gemeinden. Und dann muss ich einfach nur sagen, GEN gleich... Das, nur wo kriege ich das jetzt her? Ne? Also wenn man jetzt nicht weiß, was man tun will, dann schreibt man sich am besten erstmal in einen Kommentar rein, was man eigentlich machen will. Zeige mir die ersten 10 Einträge der Liste. Also das mache ich auch mal in Kursen, dann sage ich, also kannst ja erstmal so sprechen, wie du mit einem lebenden, denkenden Menschen sprechen würdest. Und dann überlegst du mir, wie die olle Maschine das versteht. Ne? So, also zeige mir die ersten 10 Einträge der Liste. Und ich muss irgendwie auf diese Liste zugreifen. Ne? Und jetzt kommen diese Arrays ins Spiel. Das kommt irgendwie aus dem Programmierumfeld, das sind, im Kugel sind das halt so Listenfelder. Ne? Also das heißt, jetzt ist, was da rauskommt, Frankfurt am Main, Wiesbaden, das ist ein Wert, das ist einfach eine Zeichenkette. Ne? Und jetzt will ich praktisch, dass Frankfurt am Main ist ein Wert, Wiesbaden ist ein Wert, das sind alles einzelne Werte. Und dann muss ich hier so ein Array erzeugen. Die Gruppe enthält Ausdrucksfunktionen zur Erzeugung und Manipulation von Arrays. Auch als Listen bekannt. Ich habe ja irgendwie Liste geschrieben, das hört sich dann auch so ein bisschen bürgerlicher oder verständlicher an oder so. So, und jetzt das Problem, ich habe eine Liste, muss ein Array machen und dann gucke ich irgendwie, gibt es sowas, ja, String to Array, also Zeichenkette zu Array. Bevor ich jetzt irgendwie überhaupt irgendwas machen kann, muss ich das erstmal umwandeln in so ein Array. Und dann sieht man, naja, da gibt es ja so Sachen, Array Sort und dann denkt man jetzt mit so, ja, da kann ich bestimmt was sortieren und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch Array, wie heißt das nochmal? Slice, das sagt einem jetzt nicht so viel, aber das ist nachher ganz interessant. Es gibt auch Array Min, Array Max, also alle möglichen Sachen, die ich auf diese Liste machen kann. Also machen wir jetzt erstmal aus dieser Zeichenkette, machen wir jetzt erstmal so ein Array. Ich kann da auch angeben, hier steht, Delimiter Doppelpunkt, das ist irgendwie so ein bisschen wie der Concatenator, nur umgekehrt. Also da sage ich einfach, wo er die Grenzen zwischen den Werten finden soll. Das muss ich jetzt aber nicht schreiben, weil normal geht er davon aus, also wenn ich nichts anderes sage, dann nimmt er gerne ein Komma. Ne? Also, und jetzt mache ich die Klammer zu und jetzt sieht das anders aus. In der Vorgabe ist so eine eckige Klammer, Frankfurt am Main, Komma Wiesbaden und das ist jetzt so ein Array. Das ist nochmal ganz wichtig, auch zu verstehen, wenn man das sieht, weil es gibt wieder auch andere Funktionen, die werfen so ein Array raus und du willst vielleicht so eine Liste haben und denkst, das Schönste, was ich haben will, schreib es mal schön in die Attributspalte rein und dann ist danach irgendwie null, also Leerwerte und denkst, was hast du jetzt wieder verbrochen? Dieses Array kann man nicht direkt in eine Zelle reinschreiben, dann müsste ich praktisch wieder erstmal hingehen und das Umgekehrte machen, Array to String. Aber jetzt will ich ja vorher die 10 größten Einträge davon haben, ne? Und das ist jetzt erstmal nicht so ganz intuitiv, also so denkt man, ja, Array Distinct, Array, also, egal, jetzt gucken wir mal hier dieses Array Slice, Array Start, Post, End, Post. Das heißt,
hier sieht man es nochmal, hier ist ein Array Slice, hier ist ein Array aus 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt sagt der 0,3 und dann kommt da raus 1, 2, 3, 4. Das heißt, diese Stellwerte, also ich kann jetzt einfach sagen, was wir wollen, gebe mir die ersten so und so viele Stellen raus und er zählt das einfach durch. Das fängt aber nicht bei 1 an, sondern bei 0. Also viele Sachen kommen hier aus SQL und das kommt wahrscheinlich irgendwie aus Python. Python zählt auch, fängt auch immer mit 0 an zu zählen. So, also das Ganze 0, 3. Also gehe ich jetzt hin und sage jetzt Array Slice und jetzt kommt jetzt muss ich ihm sagen, welche Stellwerte wollen wir jetzt haben? Und das wäre jetzt die erste Stelle ist 0. Das ist halt einfach der erste Platz. Das ist ein, ja, sind wir schon durch? Ist schon, okay. Aber jetzt, das muss ich jetzt noch einmal, darf ich das noch zu Ende? Das geht, ich mache es jetzt schnell. Zack. So, jetzt, ich werfe das einmal jetzt als Ganzes rein. Das habe ich jetzt hier nochmal erläutert. Zack, zack. Steuerung A. So. Zack. So, jetzt sind da hier noch diese ganzen Kommentare drin. Aber vom Prinzip ist es so, jetzt holt er diese 0 bis 9 rein und vergleicht die mit dieser Spalte GEN. Und dann haben wir 10 Objekte gewählt. Kommen nach oben. Ich sortiere das mal und dann sehen wir hier von 65 bis 763.000 Einwohner Rüsselsheim bis Frankfurt am Main. So, okay, das ging jetzt schnell, ich habe noch mehr drauf, aber es kommen ja ein paar Leute in dem Workshop irgendwie und das war jetzt mal einfach so ein Beispiel, dass man auch ganz erstaunliche Sachen rausbekommt. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Wir danken auch für den ausführlichen Vortrag und es gibt schon einige Fragen im Venueless. Weißt du, warum es @geometry und $geometry gibt? Also ich habe das so verstanden, also das steht im Feldrechner drin. Das ist einfach diese Dollar-Konvention, das haben sich die QS-Entwickler irgendwann mal ausgedacht. Und dann sind sie irgendwie auf die gekommen, Variablen machen wir mit @ und das ist so eine Angleichgeschichte. Ne? Und da steht ja so eine Warnung drin, mach das lieber mit @, weil irgendwann fliegt Dollar-Geometry raus. Das ist einfach, wenn ich das verstanden habe, so eine Vereinheitlichungsgeschichte. Ne? Einmal bitte das Mikro benutzen. Also das Dollar war früher für Funktionen ohne Parameter. Ja. Und aber jetzt, wie du richtig gesagt hast, sollte man das nicht mehr verwenden, ist deprecated. Ja. Ne, wobei jetzt Dollar Area bleibt Dollar Area, ne, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ne, aber das ist diese Konvention mit den Variablen, mit dem Add im QGIS. Danke, dann gibt es die Frage, komplexe Ausdrücke verlangsamen das Rendering. Gibt es hier die Möglichkeit, Caching zu benutzen? Da bin ich jetzt technisch überfragt. Irgendwo, ich glaube zum Beispiel bei diesen Overlay-Funktionen, da steht, glaube ich, irgendwas drin. Aber da bin ich jetzt technisch überfragt. Das weiß wahrscheinlich der Andreas wieder besser als ich, vermute ich. Kannst du nochmal die Frage, ich habe es nicht ganz mitgekriegt im Beginn. Komplexe Ausdrücke verlangsamen das Rendering. Gibt es die Möglichkeit, Caching zu benutzen? Nein, ist mir nicht bekannt. Gut. Aber ich würde vielleicht eher dann mit PostGIS oder so auch arbeiten, wenn es kritisch wird. Ein guter Hinweis, danke. So, welche Programmiersprache wird im Ausdruckseditor genutzt? Ist das SQL oder ein spezifischer Dialekt? Naja, es ist erstmal im Wesentlichen ist das ist ja so eine Datenbank, aber ist das SQL? Also wenn man so will, ist das die Where-Klausel im SQL. Aber dieses Aufbohren, das hat halt wie mit diesem Group by Doppelpunkt gleich so ein bisschen Eigenkonstruktionen. Da kommen dann auch so Ideen aus dem Python rein. Also ich würde sagen, das ist eigentlich SQL, ein bisschen mit Python gewürzt und noch ein bisschen mit kreativen Ideen erweitert. Welcher Texteditor kann empfohlen werden? Ich sag mal, unter,
unter Windows will mir jetzt einfach dieser Notepad Plus und unter Linux gibt es sowieso ganz viele und beim Mac kenne ich mich nicht aus. Also einfach ausprobieren, irgendwas, was so eine Syntax hat, das, ne, kann man, gibt es große Auswahl. Aber unter Windows dieser Notepad Plus ist eigentlich ganz gut, finde ich. Kann man auch im Ausdruckseditor Kommentare einfügen? Ja, also das war ja diese Geschichte mit diesem Schrägstrich Stern und beendet mit Stern Schrägstrich. Das sind mehrseitige Ausdrücke und wenn ich irgendwo Minus Minus hinschreibe, wie jetzt bei dieser Geschichte, hier steht ja immer mal Minus Minus rum, kann ich das so wie es ist mit den Kommentaren auch in den Ausdruckseditor reinschmeißen, ohne dass was passiert, also ohne was Schlimmes passiert. Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage. Welche Programmiersprache wird, was sollte jemand lernen, der solche Ausdrücke selber entwickeln will? Üben, oder? Also, also das ist ja, man muss sich einfach langsam da reinarbeiten in die Denke. Ich sage immer, so, wenn du so ein Werkzeug benutzt, ist das irgendwie so eine Kommunikation zwischen Entwickler und dir und der Entwickler oder die Entwicklerin sitzt am längeren Hebel. Das heißt, du musst dich irgendwie auf die Art und Weise, wie mit dir kommuniziert wird, musst du dich einrichten. Ne? Und das ist ja auch, wie gesagt, diese Hilfefunktionen, die sind nicht schlecht, aber es ist so ein bisschen so eine Sprache, an die man sich erst gewöhnen muss oder so. Ansonsten ist es wirklich üben. Es ist, wie gesagt, SQL-basiert. Alles, was man in diesem Werkzeug lernt, kann man zum Beispiel auch in der Datenbank im SQL oder eigentlich alles, viele Sachen verwenden. Und das ist eigentlich eine schöne Ausgangssache. Also das ist irgendwie, man baut die Möglichkeiten im QGIS auf, weil das taucht ja überall und nirgendwo auf, bei Schriftgrößen und. Und man kann es sogar noch woanders verwenden. Ne? Also das, was man da lernt, also ich bin von diesem Ding irgendwie an die Datenbanken gekommen und so, das ist schon wirklich sehr nützlich. Und einfach üben, zwischendurch Haare raufen und dann wird es schon. Ne? Ja, dann danke schon mal an die Fragen in den Venueless. Gibt es hier aus dem Publikum noch Fragen? Das sieht ein. Ah, doch. Vor dem ersten Ausdruck stand, glaube ich, toInt, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann das sein? Vor der allerersten? Ja. Genau. Was macht denn das? Das ist, das war jetzt hier nicht lebensnotwendig, das ist praktisch eine Umwandlung in einen ganzzahligen Wert. Also dass praktisch, wenn irgendwie ein Textwert rauskommt, eine Ziffer, und du schreibst das in irgendeine Datenbank, die also aber wirklich ganz genau ist, dann musst du das eigentlich umwandeln. Wenn du in einem Geopackage ist, ist das dann eher so ein bisschen für die Ästhetik, sage ich jetzt mal, dass da nicht mehr die Hochkommas stehen, weil zum Beispiel im Geopackage, das biegt das sowieso um. Das sieht, da kommt eine Zeichenkette 1, 2 an. Und das ist aber ein Zahlenfeld, denken Sie, okay, 1, 2, mache ich halt eine 12 draus. Ne? Und das ist praktisch, es gibt toInt, toString, toReal oder so. Ne? Das ist so eine Umwandlungsgeschichte. Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich eine schöne Frühstückspause. Vielen Dank.